Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 1078 und stehen auch schon vor der ersten Mod. Im Prinzip sind es zwei, nämlich einfach zwei Tankstellen. Genau, einmal, sorry fürs Räuspern, einmal die Variante hier mit einem unterirdischen Bunker. Da seht ihr es, ne? Da ist die Klappe mit aufgemacht, darunter sitzt der Tank. Dann wird das Ganze hier aufgefüllt. Hier seht ihr auch schöne Dekorationen, ein bisschen dreckigen Feuerlöscher dabei, noch ein bisschen Deko-Geschichten. Hier steht auch ein schönes Fass neben. Sieht alles schon sehr gut aus. Hier sieht aus, wird mit Bodenplatte hier geliefert sozusagen. Und hier ist Variante Nummer 2. Das ist das Ganze dann überirdisch und da sehen wir den hier dementsprechend untergebracht oder halt noch ergänzend untergebracht oder wie auch immer ihr wollt. Man kann oben drauf klettern. Da seht ihr, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier oben schönes kleines Welldach drauf und ja, Tankstelle. Ne? So simpel ist es. Gucken wir uns einfach mal im Shop an. Finden wir natürlich dann unter Diverses bei platzierbaren Sachen. Und da seht ihr selber, die Tankstellen kosten beide 10.000 am Tag. Und, habe ich aber zu viel gedrückt natürlich. 10.000 am Tag, 10.000 an der Anschaffung, 30 am Tag, 10.000 am Tag. Wäre ein bisschen hart, aber ja, ne, da seht ihr die Varianten halt. So, ja, dann hüpfe ich mal weiter. Der Rest befindet sich nämlich schon über uns auf dem Platz vom Shop. Genau, wir fangen an mit einem Zweier-Set. Dieses schöne kleine Zweier-Set hier, das möchte ich alles nicht vorlesen. Das läuft unter PIM40, also PIM40, ist dementsprechend darunter dann auch zu finden. Ihr seht, von der Beschriftung her ist das dann nicht so unbedingt meine Sprache, muss ich zugestehen. Ich weiß auch nicht, was da alles steht. Das sieht aus wie Gewichtseinheiten oder das hier. Sieht von der Qualität her sieht das sehr gut aus. Auch hier oben, dass hier die Hydraulikgeschichten dran sind und die ganzen Anschlüsse, hat einen Grund. Zeige ich ganz einfach mal. Ihr könntet nämlich hiermit, wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, da kommt ja mein Häcksler gar nicht ran oder so. Nee, die Seiten hier kann man runterklappen. Ne, wenn ihr sagt, ja, mit X die klaren Seiten runterklappen, ist ja schön und gut. Ich brauche aber nur eine Seite, weil der Häcksler kommt ja nur von einer Seite ran. Dann könnt ihr, wenn ihr es zugefahren habt, mit der Maustaste mit der linken bestimmen, ob ihr mit einer Links-Rechts-Bewegung rechts oder mit einer Vorwärts-Rückwärts-Bewegung die andere Seite dementsprechend dann öffnen wollt. Das könnt ihr also dementsprechend selber anpacken. Der Abladevorgang ist relativ simpel. Den zeige ich hier mal auch kurz. Da seht ihr selber, das wird dann rausgefördert, das Ganze. Ne? Besonderheit ist, ich weiß nicht warum, es steht unter Ladewagen. Ich sehe nicht unbedingt die Ladechance hier. Dass das Ganze als Ladewagen funktioniert, aber darunter läuft das Ganze halt. Hier in der Form sehe ich so jetzt leider nicht. Ne? Aber wie gesagt, wenn ihr den sucht, müsst ihr ihn unter Ladewagen suchen. Da findet ihr das gute Stück. Und das ist ein Zweiergespann, nämlich mit diesem freundlichen Gerät hier. Das ist sozusagen das Ganze ein bisschen länger. Und dann für den LKW. Da gehen natürlich dann ein paar mehr Liter rein. Ich könnte jetzt hier zeigen euch, ihr seht selber, die Aufklappmechanismen und das sind das gleiche. Ich zeige es einmal kurz hier. Ne? Das ist halt der ganze Part und auch die Auslademethode ist hier genau das gleiche. Auch das sieht texturmäßig sehr gut aus, ist vernünftig beschriftet und alles. Also schon eine schöne Geschichte. Kann man sich nicht motzen und sich nicht beschweren. Wer auf ein bisschen was Größeres in dem Bereich steht, ist hier auf jeden Fall gut mit dabei. Ich zeige euch nämlich, warum ich meine größeren Bereich. Wie gesagt, ich gehe unter Ladewagen ganz ans Ende. Da seht ihr selber, wir haben nämlich hier bereits 42.000 Liter zu bieten. Wir brauchen das nicht unbedingt nehmen. Wir können nämlich auch sagen, ne, die Seitenklappen oben nehmen wir gar nicht. Da sind wir bei 28.000 Liter. Also die Variante bleibt uns. Denn da bleibt uns auch der Hydraulikspaß erspart. Allerdings bleiben wir bei den Kosten. Es sind weiterhin in Anführungsstrichen nur 7.400, die das eh nur kostet. Ne? Dann der Antriebsmechanismus hier hinten, der kann dementsprechend ab- oder aufgedeckt werden. Und wir haben noch Reifevariante hier noch zur Auswahl, wie ihr seht. Zwei Stufen, einmal etwas dickere Reifen noch dabei. Ähnlich hauptfarbenmäßig, da gibt es natürlich auch einige. Da könnt ihr auch sagen, ja, also mir geht es ja nicht unauffällig genug, dann seid ihr hiermit genau richtig. Ne? Also hier könnt ihr echt dann auch mal ein bisschen farblich rumspielen. Die zweite Variante kostet 9.000, hat 75.000 als Maximalkapazität und 50.000, wenn man hier die Seitenwände wegnimmt. Auch hier haben wir eine Designgeschichte, hinten die Verdeckung, die Abdeckung wegzumachen. Und auch hier haben wir zwei Reifentypen zur Auswahl. Auch die Farbauswahl hier ist genauso ausprägend wie auf der anderen Seite auch. Also, ne, wie gesagt, wer hier möchte,
jetzt selber, das ist dann auch mit dem Gitterpart noch verbunden in dem Fall. Ne? Also egal, preis-leistungsmäßig, also von den Litern, kriegt ihr nichts besser und billiger transportiert in dem Bereich. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Alles, was im Bereich Hackschnitzel und Co. zu bewegen ist, damit bewegt ihr es. Ne? Da seht ihr noch Baumwollgeschichten. Da seht ihr sie nicht. Ne? Ganz wichtiger Part. Das eine lässt Baumwolle zu, das andere lässt die Baumwolle nicht zu. Ne? Aber wie gesagt, sonst beides preis-leistungsmäßig Traumteile und auch so von der Mache her finde ich echt gelungen. So, jetzt kommen wir zu einer... ja, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es ist die größte Möglichkeit, die ich bis jetzt gesehen habe. Ihr seht jetzt hier durchaus ein paar kleine Lämpchen dran. Ihr seht hier auch diverses Zubehör dran an diesen kleinen Freightliner. Und auch hier Abdeckungen, wo Abdeckungen vielleicht nicht unbedingt hingehören. Ich demonstriere mal kurz, warum. Ich habe hier noch eine Vergrößerung oben drauf gesetzt, deswegen passt der Abdeckungsbügel nicht mehr ganz. Der geht nämlich jetzt hier einmal durch. Also nicht so schön, ne? Aber ich lasse es jetzt einfach mal auf. Das ist mein Fehler in der Zusammenstellung gewesen. Deswegen, das kann man niemanden anlasten, sowas. Ne? Wir sehen hier dementsprechend, beleuchtungstechnisch sind wir hier ganz vorne mit dabei. Ne? Ich kann ja auch noch mehrere Lichtstufen, seht ihr selber, hier zuschalten vorne, dass mal ordentlich Licht nach vorne durchkommt. Wir haben vernünftige Blinker, die sowohl an der Seite wie vorne wie auch hinten in zwei Ebenen sind. Typisch im amerikanischen Stil ist das hier auch hinten auch noch im Rot gehalten, dementsprechend. Ne? Aber ihr seht selber, das funktioniert schon mal einwandfrei. Wenn wir reingehen in den Innenbereich, der sieht so ganz ordentlich aus, hat aber keinerlei Lichtreaktion. Also ich sehe jetzt so wenigstens keine Lichtreaktion. Ne? Wenn wir den Motor anmachen, haben wir aber eine Zeigerreaktion. Die ist auf jeden Fall da. Kann ich dann dementsprechend schon mal gleich wieder ausmachen. Und wenn wir die F-Taste drücken, dann sehen wir hier, wir können die Abkippseite und die Abdeckung und sowas dementsprechend steuern. Und wir haben auch eine Maussteuerung, da muss ich mal gucken, noch wofür die war. Die muss jetzt nicht unbedingt aktiv sein, weil diesen LKW gibt es in 45 Milliarden gefühlten Ausführungen. Was ich positiv bewerten möchte, nicht negativ. Ne? Also Abkippung, ne? Klar, ist machbar. Hinten die Klappe geht auf, er kippt auch wunderbar ab. Ihr seht auch eine schöne Hydraulik und sowas. Also das ist alles super. Das Einzige, was bei mir irgendwie ein bisschen halt, ist das mit der Abdeckung da. Das ist irgendwie komisch. Aber er ließ mich das trotzdem auswählen. Im Normalfall, wenn ihr das ohne die Seitenschotten habt, sieht das mit der Abdeckung natürlich super aus. Ne? Sonst auch texturenmäßig, ja, hier guckt ein bisschen was durch oder so. Aber sonst, das liegt an den 1000 Möglichkeiten der Konfiguration, dass man hier einiges machen kann. Auch hier habt ihr durchsichtige Schmutzfänger, so wie es aussieht. Ne? Seht ihr selber. Also hier gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Aber damit wir überhaupt zu irgendwas kommen, werde ich das Ganze mal zeigen. Jetzt kommt nämlich der Part, wo ihr dann gleich wisst, was ich meine. Da ist der gute Freightliner. So sieht er normal aus. Ich habe hier Motorausführungen. Die Reaktionen sind dann halt in PS da. Wir fangen halt mit 400 an. Seht ihr schon bei 550. So kann man hier die Varianten dann umstellen, auch in Zwischenstufen. Wir haben das Chassis umzustellen, das dauert immer ein Momentchen, ne, mit den Tankvarianten, mit mehr Achsen, als IT-Runner-Auflage, ne, als normale Zugmaschine in verschiedenen Größen, Formen, bis hin zu sehr kompakt das Ganze, bis hin zu unseren guten Mitnahmepart hier. Mit der Variante, wie ihr es hier jetzt gesehen habt, da, ne, das macht auch die Abdeckung Sinn. Ne? Ja, es gibt hier noch die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Nicht wundern, hier auch verschiedene Abdeckungen seht ihr hier. Also ich wähle einfach mal was durch. Nicht wundern, der Wagen flippt zwischendurch hin und her. Das hört sich jetzt doof an. Aber ihr seht den Balken hier. Wir haben 11 Milliarden Einstellmöglichkeiten. Ne? Also ich kann hier überall mal so ein bisschen ranklicken. Und dann seht ihr auch, überall ändert sich was. Lüftungsgeschichten ändern sich. Die Fender ändern sich, die Hubgeschichten, der Sonnenweiser hier ändert sich oder geht weg. Also ich kann hier die Shield-Geschichten anmachen. Nicht wundern, er wackelt zwischendurch mal hin und her. Das hat er bei mir dementsprechend bei der Ersteinstellung auch gemacht. Also man kann hier echt alles einstellen. Sämtliche Zusatzlämpchen, alles was hier so geht. Die ganzen Beacon-Geschichte, das meinte ich damit gerade. Noch zusätzliche Chromteile und Strobo-Teile, ne, das kann ich gleich nochmal zeigen, das hatte ich mir noch vergessen.
Headlights oder sowas. Also bei mir ist er auch mehr noch durch die Gegend. Bis jetzt sieht er noch ziemlich gut aus. So. Und ihr müsst auch ein bisschen gucken, hier in der Beschriftung seht ihr es. Es passt nicht immer alles zueinander, nicht immer alles zu allen Bumpern. Also das könnte man dann auch noch wechseln. Ne? Wir haben hier auch noch Farbmöglichkeiten. Ne? Ihr seht selber, ich kann den vorderen, den Fender-Part, den Mittelpart. Ich kann hier auch farblich einiges ändern. Ne? Ihr seht, es dauert auch immer ein Sekündchen. Hier mache ich nochmal einen anderen Frontfender und irgendwo setzen wir nochmal ein Blau hin. Ne? Also ihr seht, hier kann man echt 1000 Kombinationen halt machen. Ne? Also da müsst ihr selber mal durchgehen. Selbst wenn wir hier ziemlich viel anschmeißen und sehr viel Lackgeschichten reinschmeißen, sind wir jetzt hier gerade mal noch unter 60.000, was natürlich ein Schnäppchen ist. Ne? Ich hüpfe jetzt nochmal rein, zeige jetzt nochmal den freudigen Bereich. Da seht ihr nämlich, ne? Hier vorne blinkt und blitzt es und auch hier hinten sind nochmal extra Blinker und Blitzer dran. Ich würde sagen, ich drehe da auch einfach gleich mal eine Runde mit, dann haben wir den Part auch erledigt. Wir haben selbst ein Rückfahrlicht, Bremslicht und sowas, das ist alles da. Motorsound ist auch da, vernünftiger, also da kann man echt nichts sagen. Vielleicht kommt das jetzt nur ein bisschen angerissen vor, aber er hat halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und die ganzen Zwischenstufen habe ich jetzt nicht gezeigt. Das ist eine Mod-Vorstellung, kein ausführlicher Text, da hätte ich fast alleine eine Folge draus machen können. Aber ich wollte wenigstens so im Groben mal gezeigt haben, was machbar ist und habe hier aus Spaß mal einfach fast alles angeklickt, was anzuklicken war. Und da seht ihr, hier ist viel anzuklicken. Ob es jetzt Antennen sind, Strobos sind oder was auch immer, da ist alles machbar. Ne? Also wie gesagt, wünsche ich viel Spaß mit meiner Runde auszuprobieren, was, wo, wie alles passiert. Ne? Aber nehmt euch Zeit. Mehr kann man dazu nicht sagen, wie nehmt euch Zeit. Ja, sonst sehr, sehr schönes Gerät. Dann kommen wir zu einer weiteren Mod, nämlich eine haben wir jetzt noch. Das ist nämlich dieser Deutz Fahr, den wir hier sehen. Das ist, da sehen wir es, ein Torpedo 4506K. Der sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ne? Ist alles so dran und drum, was man so haben will. Ne? Seht selber hier, also texturenmäßig alles sehr schön gemacht. Er hat die Möglichkeit, hinten die Klappe aufzumachen. Das ist die Variante mit Links- und Rechtsbewegung. Wenn ich vor und zurück mache, passiert nichts. Also, wir haben jetzt hier also reinweg nur die Variante, die Heckklappe aufzumachen. Das sind die Zusatzfunktionen, die wir drin haben. Eine Sache muss man zugestehen, wenn ihr die Mod-Beschreibung euch durchlest, bevor ihr das Ganze runterladet, stellt ihr fest, dass da Motoreinstellungen drin sind. Das hat auch, glaube ich, jemand im Kommentarbereich das schon bedacht. Ich habe hier Design, ne, wo ich die Rundumleuchte haben möchte. Ich habe hier die Konfiguration, ne, mit Frontgewicht oder ohne Frontgewicht. Und ich habe hier Reifenvarianten einzustellen mit Radgewichte Standard. Ne? Da sind dann die Radgewichte drin. Es steht in der Beschreibung noch eine Motoreinstellung. Also ne, in größeren und anderen PS-Zahlen. Wir haben jetzt hier eine Grundlage von 50 PS, aber leider ist die nicht da. Ich weiß nicht, warum sie bei mir und bei dem einen Kollegen, der auf jeden Fall schon auch geschrieben hatte, dass sie nicht da ist, warum sie nicht da ist, weiß ich nicht. Wenn jemand da mehr zu weiß oder ob es irgendwie einen Trick gibt, dann lieben gerne in den Kommentarbereich mit. Sonst einfach jeder noch einen Kommentar drunter schreiben, dass der Modder sieht, aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht so wirklich. Na, aber sonst, wie gesagt, ein schönes Gerät und mit 50 PS kann ich auch leben für den schönen kleinen Hoftraktor. Hat natürlich jetzt keine Frontladegeschichte oder sowas, sondern ne, der bewegt immer, was weiß ich, eure Milch, kleinen Milchfässer oder wie auch immer. Ne? Also wie gesagt, sonst ein schönes kleines Ding der Deutz. Ne? So, Rundumleuchte geht, damit fangen wir an. Wir haben hier schöne Beleuchtung nach vorne, nach hinten weg. Oben die zusätzliche Beleuchtung noch und dann geht das Ganze wieder aus. Wir blinken sowohl vorne wie auch hinten. Das seht ihr, passiert auch wunderprächtig. Wenn wir ins Innere gehen, ist natürlich sehr spartanisch von der Innenausstattung. Wir haben hier ein Licht, das ist mehr, ich weiß nicht, wo es blendenderweise herkommt, aber das erhält den Innenraum noch ein bisschen mit. Das ist aber alles an Lichtreaktion. Wenn wir den Motor anmachen, seht ihr, eine Reaktion von den Anzeigen haben wir dementsprechend aber. So, ja, so steht das gute Stück hier. Und dann würde ich sagen, drehe ich da mal eine Runde mit.
So, dann stelle ich das gute Stück hier mal hin und als Kontrast gebe ich mal das gute Ding hier als Hintergrund, weil den fand ich auch sehr beeindruckend. Deswegen stellen wir ihn jetzt einfach mal ab. Im Shop gesehen und sowas haben wir das ganze Jahr und deswegen ja, reihe ich das jetzt hier einfach mal so ein. Gut, ja, die schon wahrscheinlich vermutet von euch, sind wir am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. War ein bisschen länger heute, aber wie gesagt, der LKW hatte, obwohl ich nicht alles gezeigt hat, sehr viel an Zeit dementsprechend gekostet. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teil freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.